Ich freue mich sehr, dass Hans-Jörg Krejowski auch den Vortrag kurzfristig verschieben konnte und erst jetzt hält, die weitgehend verborgene Entwicklung autonomer Waffensysteme. Ich werde nach einer halben Stunde aufstehen, nach 35 Minuten winken, weil wir jetzt heute Vormittag festgestellt haben, dass die Diskussion gestern zu kurz gekommen ist und dass gerade diese Konferenz davon lebt. Und deswegen möchte ich euch auch nochmal herzlich animieren, euch zu melden, Rückfragen zu stellen. Auch das Internet ist mittlerweile wahrscheinlich wach geworden, also auch über Twitter und über den IAC-Kanal können Fragen gestellt werden. Danach wird Klaus Landefeld sprechen über die neue Globalisierung, wenn das Inland zum Ausland wird. Und dann haben wir, wie angekündigt, um 16.35 Uhr eine kleine Pause und dann geht's weiter und das kündige ich dann alles noch an. Ja, Hans-Jörg Krejowski ist Professor für theoretische Informatik, aber seine aktivistische Arbeit begründet sich nicht so sehr auf die Arbeit, aber und hier ist er ja ein alter Bekannter, deswegen muss ich ihn gar nicht weiter vorstellen. Hans-Jörg. Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, hier sprechen zu dürfen. Ich versuche heute als eine Art Literaturkritiker aufzutreten, indem ich zwei Bücher vorstelle. Da komme ich gleich drauf zurück. Es geht um autonome Waffensysteme. Das sind unbemannte Waffen. Und da weiß man schon mindestens, wie die heute aussehen, die im Einsatz sind. Nicht Reaper und Predator, die beiden Drohnen sind, kommen öfter in Medien vor. Die anderen kann man sich in etwa vorstellen. Und das gibt es eben in der Luft, zu Wasser, auf dem Land, in jeder Beziehung solche Waffen. Und was eben, worüber ich sprechen will, ist, dass die eben jetzt autonom gemacht werden sollen. Im Moment sind sie nur unbemannt. Das erste Büchlein ist es eher als ein Buch oder eine Broschüre, 160 Seiten lang, die Unmanned Systems Integrated Roadmap, 2013 erschienen und für 25 Jahre fortgeschrieben, die Planung des Department of Defense der USA, wie die Bewaffnung zukünftig aussehen soll bezüglich unbemannter und dann insbesondere auch autonomer Waffen, wobei sie planen, 3 bis 5 Milliarden US-Dollar pro Jahr in diesen 25 Jahren auszugeben. Warum interessiert man sich für unbemannte Waffensysteme? Da wird in dieser Broschüre 5 Gründe genannt. Das eine ist, denen wird nie langweilig und die kommen nie auf dumme Gedanken, das ist Dall. Die kann man in verseuchte Gebiete schicken, wobei ich denke, nuklear verseucht eine Illusion ist, weil da Elektronik auch nicht funktioniert. Aber in der Broschüre steht's drin. Und das Letzte ist dangerous. Und das bedeutet einfach, dass es insbesondere für die USA schlimmer ist, tote Soldaten nach Hause zu schicken, als einen Blechschaden bei Robotern in Kauf zu nehmen. Nicht die Lebensgefährlichkeit für die Gegner wird dadurch allerdings nicht kleiner und tatsächlich auch die Gefahr für die eigenen Leute ist auch nur verlagert, denn die Gegner, die mit diesen unbemannten Waffen angreifen, sind oft die, die Selbstmordattentate ausführen, sodass da, ja, wie gesagt, das nur verlagert ist. Es gibt dann noch zwei weitere Gründe. Das eine kann man sich fast selber denken, wird lang und breit auch ausgeführt. Das ist das liebe Geld. Die USA wollen militärisch immer überlegen sein und haben trotzdem knappe Kassen. Ich meine, das ist sehr relativ, wenn man bedenkt, dass die fast die Hälfte des gesamten weltweiten Militärbudgets alleine ausgeben.
ist das mit den knappen Kassen eben etwas merkwürdig, das Argument. Das letzte Argument ist aber besonders interessant und zeigt im Grunde die ganze Perfidie solcher Waffenentwicklung, weil die USA die Waffen entwickelt haben, ziehen alle anderen Nationen oder sehr viele andere Nationen in der Welt nach. Und damit aber die USA ihre Überlegenheit, die sie in allen Regierungsdokumenten immer als eins der obersten Ziele propagiert, behalten können, müssen sie selber ganz stark aufrüsten in diesem Bereich. Also man könnte das Ganze eben auch lassen, heißt das eigentlich. In dieser Roadmap gibt es ein 50-seitiges Kapitel über die technologischen Lücken und Forschungsfragen, die noch alle geklärt werden müssen, ehe man bei unbemannten und autonomen Waffen, die richtig wirklich gut funktionieren, ankommt. Da gibt es 6 Problembereiche, die sind alle sehr interessant, weil sie auch alle sehr viel mit Informatik zu tun haben. Wobei ich heute aber nur über diesen Autonomie- und kognitive Behavior-Geschichte weiter sprechen will. Nicht? Und da wird, um das nochmal deutlich zu machen, was da überhaupt autonome Waffensysteme heißt, die werden eben im Einsatz sammeln die Informationen, können selber die Signifikanz erkennen, entscheiden daraufhin, was sie als nächstes tun und das, und zwar ob sie schießen oder nicht, und das alles ohne direkten Eingriff von Menschen. Und das Argument jetzt ganz speziell für die Autonomie, für die gesagt wird, die hat allerhöchste Priorität, ist wieder das Geld. Denn unbemannte Waffensysteme haben zwar keine Menschen an Bord, sind aber in der Betreuung sehr teuer. Ich habe irgendwo mal gelesen, eine einzige Drohne braucht 65 Personen Personal, um einsatzbereit zu sein, permanent. Das wird durch autonome Waffensysteme reduziert. Wie viel, das ist ja dann wieder ganz unklar. Vielleicht brauchen die 165, aber das wird man sehen. Das ist schon mal alles über diese kleine Broschüre. Um noch mehr über autonome Systeme zu erfahren, will ich über das zweite Buch reden. Das heißt einfach Autonomous Systems und müsste aber Autonomous Weapon Systems heißen. Denn es geht nur darum in diesem Buch. Das kann man natürlich schon daraus schließen, dass es eine Veröffentlichung der NATO ist. Man kann es auch aus dem Untertitel schließen, Issues for Defense Policy Makers. Und man kann es auch aus den beiden Herausgebern schließen, Scharre und Williams. Die sind beide hochrangige NATO-Militärs. Worum geht's in diesem Buch? Das ist 360 Seiten lang, ein Sammelband mit 22 Autorinnen und Autoren, ich glaube 13 Kapitel insgesamt. Es geht darum, zieht sich durch das ganze Buch durch, dass der Krieg neu gedacht werden muss, wenn man autonome Waffen einsetzen will. Und was hier vielleicht noch interessant ist, da sind Leute zusammengekommen in dem Sammelband aus dem militärischen Bereich, aus der Wissenschaft und aus der Wirtschaft, wobei Wirtschaft hätte ich vielleicht sogar lieber schreiben sollen, Wirtschaft und Politikberatung. Und dann sieht man auch noch die Länderverteilung der Autorinnen und Autoren, etwa die Hälfte Europa, etwa die Hälfte Nordamerika, USA natürlich ganz, ganz stark, komischerweise ohne Deutschland, ohne Großbritannien, aber das hat nichts mit dem Inhalt zu tun. Diese Sachen, die in dem Buch diskutiert werden, werden auch in Deutschland und in Großbritannien bearbeitet. Aus irgendeinem Grund waren die halt nur nicht eingeladen. Was steht drin in dem Buch?
Die Introduction ist schon ganz interessant, ist auch sehr, sehr lang, 60 Seiten, also knappes Fünftel oder so. Darin beschreiben die beiden hochrangigen Militärs, die das herausgegeben haben, eigenständig die Herausforderungen und Möglichkeiten autonomer Waffensysteme. Da will ich jetzt gar nicht so viel drauf eingehen. Im Endeffekt schießen die einfach und töten Menschen. Was aber eben auch sehr interessant ist, die charakterisieren auch autonome Waffensysteme und zwar sehr, sehr ausführlich mit der Analyse sehr viel Literatur, wobei der Williams wägt auch diverse Definitionen gegeneinander ab. Er findet am besten die, die ich hier aufgeschrieben habe, autonome Systeme agieren auf der Basis integrierter Sensorik, Analytik, Kommunikationsmöglichkeit, Planung und Entscheidung, um vorgegebene Ziele zu erreichen. Da muss ich vielleicht dazu sagen, dass ich selber in den letzten 15 Jahren im Kontext eines Sonderforschungsbereichs über autonome Prozesse in der Logistik gearbeitet habe und deshalb sozusagen dieses Forschungsthema aus eigener Erfahrung ein bisschen einschätzen kann. Und da kann ich sagen, das ist eine gar nicht schlechte Definition. Ich habe schon viel schlechtere gelesen. Allerdings muss man zwei Dinge ergänzen. Das habe ich jetzt hier in Grün selber vorgenommen. Das ist in dem Buch nur so ein bisschen zwischen den Zeilen zu sehen. Diese Systeme, die da beschrieben werden, arbeiten in einer sich ändernden Umgebung. Nicht, wenn man das nicht dazu sagt, dann ist das, was nämlich da drüber steht in Schwarz und Blau, eigentlich das ist, was alle Computersysteme machen. In gewisser Weise. Die ändernde Umgebung entsteht dadurch, dass andere autonome Systeme in der Umgebung auch arbeiten und da Änderungen vornehmen oder Menschen oder Unwetter oder was auch immer. Und dann ist ein ganz wichtiger Aspekt, der sich durch alle autonome Systeme-Literatur der letzten 20, 30 Jahre zieht. Man geht von einem potenziellen Nicht-Determinismus aus, also nicht wie die ganz klassischen Programme, die immer genau eine Reaktion auf genau eine Situation haben, sondern in jeder beliebigen Situation kann es mehrere Handlungsoptionen geben, zwischen denen dann ausgewählt werden muss. Wie geht's weiter in dem Buch? Dann die nächsten drei Teile sind etwa so ein gutes Drittel oder auch ein bisschen weniger lang, Viertel meine ich, und sind etwa gleich stark, fängt an mit den ethischen, legalen und strategischen Perspektiven autonomer Systeme, wobei bezüglich der strategischen Aspekte eigentlich nur sehr wenig gesagt wird. Allerdings wird darauf hingewiesen, dass ja auch eine zivile Entwicklung autonomer Systeme, zum Beispiel autonome Personentransportfahrzeuge existiert und dass man eben für die militärische Seite daraus lernen können will und da vielleicht auch abkupfern. Was aber die ethischen, legalen Aspekte angeht, die beziehen sich fast alle auf die Einhaltung des Kriegsvölkerrechts, denn es ist ganz klar, diese Waffen werden im Krieg eingesetzt und dann müssen sie zum Beispiel der Genfer Konvention genügen. Ansonsten wäre es ein Kriegsverbrechen. Nicht nur weiß man, bei den heutigen Kriegen werden permanent Kriegsverbrechen begangen. Die meisten werden davon nicht sanktioniert, aber nichtsdestotrotz wird darauf also in der Entwicklung durchaus geachtet und hingewiesen. Der nächste Teil betrifft die operationellen, also die Einsatzschwierigkeiten solcher Waffen. Und da gibt es erstaunlich viel Bedenken, was Autonomie angeht, nämlich, dass es
trotz Autonomie sicher bleiben muss, dass die Menschen die Kontrolle behalten über diese Waffen. Also da gibt's wirklich die Sorge, dass die außer Kontrolle geraten könnten, nicht? Und deshalb ist die Wahl des Autonomie-Levels, da will ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber die ist eben ein wichtiger Aspekt, nicht? Man könnte ja, der absolute Autonomie-Level wäre, die wären angeschaltet und ab da arbeiten sie, ohne dass je wieder ein Mensch mit denen was macht. Die andere Geschichte ist, dass die halt ein bisschen autonom machen und dann wird sofort kontrolliert, war alles richtig, und der Mensch greift ein. Solche Systeme nennt man zwar dann eher semi-autonom, aber das spielt jetzt hier für uns keine Rolle, nicht? Und in diesem Sammelband wird schon empfohlen, immer ein möglichst niedriges Level von Autonomie zu wählen. Also nicht einfach die Dinger losschicken und beliebig in der Gegend rumschießen lassen. Was auch eine sehr interessante Überlegung ist, dass man Strategien, also Einsatzstrategien für diese Art von Waffen entwickeln will, die prüffähig sind. Das heißt, bei denen man überhaupt kontrollieren kann, ob sie das machen, was man will. Das wird mindestens gefordert. Der vierte Teil geht dann mehr in die technische Richtung, wobei ich mich ein bisschen gewundert habe, warum die Interaktion von Soldaten und autonomen Waffen in diesen technischen Implementierungsbereich gezählt wird. Das ist möglich. Also eigentlich gehört das für mich immer noch zu den operationellen Risiken, die wir vorher hatten. Nicht, denn da gibt's eben viele Bedenken, dass Soldaten und autonome Waffen gar nicht gut zusammenpassen auf dem Schlachtfeld und dass eben von Anfang an in der gesamten Planung das eben stark berücksichtigt werden muss. Die nächsten beiden Punkte sind dann tatsächlich technische Aspekte. Nicht, das eine Kapitel schlägt also agentenbasierte Simulation vor, um solche autonomen Waffensysteme zu testen. Da bin ich sehr skeptisch, ob das eine gute Idee sein kann, denn das sind einfach ja dann autonome Systeme und agentenbasierte Systeme sind dann einfach nur zwei programmierte Systeme mit ein bisschen unterschiedlichen Programmiersprachen. Aber ob die denn reichen, das eine gegenüber dem anderen zu beurteilen, wage ich sehr zu bezweifeln. Nicht? Und dann gibt es eben die ganz, ganz, ganz praktischen Aspekte, diese autonomen Fahrzeuge, Roboter, Schießgeräte müssen in der Umgebung, und zwar der feindlichen Umgebung, navigieren. Und die ist in vielen Aspekten unbekannt. Und dann muss man natürlich Sensoren haben, die solche Umgebungen eben immer noch erfassen können. Und da ist natürlich Luftfeuchtigkeit und sowas und Temperatur vielleicht nicht ganz so wichtig wie Optik. Deshalb sind optische Sensoren da ganz wichtig. An der Stelle möchte ich vielleicht eine kleine historische Reminiszenz anbringen. 1983 hat das Department of Defense, genauer DARPA, ein Strategic Computing Initiative ins Leben gerufen mit 500 Millionen US-Dollar. Das war zu damaliger Zeit ein gigantischer Betrag für Forschungsförderung. Und da wurden drei Aufgaben an die Wissenschaft gestellt. Eine davon waren autonome Fahrzeuge und da seht ihr die Bilder dazu, die sich insbesondere links oben im feindlichen Gelände zurechtfinden können und da autonom rumfahren. Also das ist ein Beispiel dafür, dass wissenschaftliche Entwicklungen doch nicht so schnell gehen, wie das oftmals gesagt wird, nicht? Denn das ist über 30 Jahre her und an genau dieser Problematik wird genau jetzt noch immer rumgeforscht.
Das Nachwort ist ganz kurz, aber fast das Interessanteste in dem ganzen Buch. Da hat nämlich ein NATO Chief Scientist, Generalmajor seines Zeichens, die Forschungsagenda für die NATO auf der Basis dessen, was in dem Buch sonst noch steht, beschrieben. Und das ist, wie gesagt, eine besonders interessante Lektüre. Ich hatte bei dieser kleinen Broschüre Roadmap die Technologien, die alle noch gebraucht werden, außer Autonomie ausgelassen. Hier kommen sie im Grunde genommen alle wieder. Also in der NATO und beim Department of Defense weiß man, was alles noch gemacht werden muss, damit diese Systeme wirklich funktionieren können, wenn sie je funktionieren. Also Data Collection und Processing, Informationsanalyse und Entscheidungsunterstützung, Kommunikation, Netzwerke, das sind zusammen mit dem letzten Punkt Advanced System Concepts, die stark die Informatik betreffenden Punkte, dann brauchen diese Systeme Energie. Und das ist ein großes Problem, weil die ja lange eigenständig rumfahren sollen, reichen die normalen Batterien dafür nicht aus. Denn wir wissen ja, so eine normale Autobatterie, wie lange fährt die, 400 Kilometer, das ist aus militärischer Sicht wohl ja nicht akzeptabel, nicht gut genug. Die ersten beiden Punkte sind hochinteressant. Es geht nämlich nicht nur bei autonomen Systemen und Kriegsentwicklung um die Systeme technischer Seite, sondern die Soldaten selber müssen eine neue Einstellung gewinnen. Also die Menschen müssen, die Soldaten eben, müssen ihre Performance wesentlich verbessern. Und insgesamt muss eben kulturelles, soziales, organisatorisches, alles neu gedacht werden im militärischen Bereich, sagt mindestens dieser General. Dieses Nachwort endet mit einem Zitat von diesem Herrn Theodor von Karman, irgendein Raumforscher, Weltraumforscher, im militärischen Bereich, also militärische Weltraumforschung. Ihr könnt das selber lesen. Da steht drin, dass eben wissenschaftliche Ergebnisse, die können nur sinnvoll genutzt werden, wenn Soldaten die auch ein bisschen verstehen, und umgekehrt kann man mit wissenschaftlichen Ergebnissen nur was anfangen, wenn die Wissenschaftler was vom Krieg verstehen. Das finde ich gut. Das ist ein echter Ansatzpunkt, Widerstand zu leisten. Wir verstehen einfach nichts vom Krieg und dann können wir auch nicht gebraucht werden, wenn das da stimmt. Was natürlich so einfach nicht ist. Aber das leitet mich auch über von der Buchbesprechung und seinen Inhalten zu der Kritik der beiden Bücher zu kommen. Fange damit an. Was ist das eigentlich für eine Autonomie, von der da die Rede ist? Das ist ja so ein Wort und das Wort kennen wir ja. Es gibt autonome Staaten. Damit hat das überhaupt nichts zu tun, was aber niemals in den Büchern irgendwo gesagt wird, sondern es wird, wann immer in der Wissenschaft von Autonomie die Rede ist, wird immer auf die Autonomie von Menschen verwiesen. Also der Eindruck erweckt, damit hätte es was zu tun. Und Menschen, denen wird Autonomie mindestens seit Kant zugeschrieben, wir können fühlen, denken und deshalb Entscheidungen treffen für unsere Handlung. Das ist in etwa in Kurzform Autonomie. In der Zwischenzeit weiß die Biologie, dass Tiere das gar nicht so viel schlechter können. Und es gibt erste Überlegungen in der Biologie und Thesen und Theorien, dass selbst Pflanzen gewisse Formen von Autonomie entwickeln.
Und wie gesagt, in der Robotik und alles drumherum, diese autonome Systemwelt, wird immer so getan, als sei Autonomie technischer Systeme, hätte irgendwas mit dieser in der Natur vorkommenden Form von Autonomie zu tun. Ich denke, das ist totaler Quatsch, denn die Autonomiemechanismen in der Natur sind uns weitgehend unbekannt. Die in der Technik sind ganz klar und bekannt. Das sind von uns gebaute Mechanismen. Wie immer, was immer wir da erfinden und alles, was wir da machen, ist immer im Rahmen des algorithmisch Möglichen, da mehr nicht geht mit dieser Technik. Nicht? Also die Analogie, da muss man eben wirklich aufpassen. Bei der Benennung von Phänomenen haben wir in der Wissenschaft und Technik immer die Schwierigkeit, nehmen wir einen Begriff, der schon existiert, dann kann man den verwechseln mit dem, der schon existiert. Das ist hier der Fall. Oder wir nehmen einen Begriff, den vorher noch niemand gehört hat, dann versteht man ihn überhaupt gar nicht. Also da muss man immer ein bisschen abwechseln. Also hier, das ist technische Autonomie, nicht zu verwechseln mit menschlicher Autonomie. Das ist technische Autonomie analog zu künstlicher Intelligenz, nicht zu verwechseln mit Intelligenz. Was ist das Interessante? Autonomie, ich habe ja gesagt, ich arbeite selber an autonomen Prozessen. Das ist ein hochinteressantes Forschungsthema, weil da noch ganz, ganz viel ungeklärt ist und das lieben Wissenschaftler besonders. Na, hier geht's aber jetzt nicht um ein interessantes Forschungsthema, sondern hier geht's um autonome Waffensysteme, die die Entscheidung über Leben und Tod an einer bestimmten Stelle eben selber fällen. Nicht? Und da muss man doch, und da kommt ja auch die Frage, die wird ja auch in den Büchern angesprochen, die ich besprochen habe, darf man das, ist das verantwortbar, ist das ethisch vertretbar, können die zum Beispiel, und das ist ganz praktische Ethik, können die das Kriegsvölkerrecht einhalten, was sie müssten, wenn sie ordnungsgemäß arbeiten. Nicht? Und da ist es so, die beiden Bücher, die ich vorgestellt habe, die sagen ein ganz dickes Ja. Und es gibt Wissenschaftler, die sagen, ja, die können das viel besser als wir. Wenn man in die Wissenschaft guckt, Robotik, künstliche Intelligenz und Bereiche drumherum, die meisten dort würden auch Ja sagen, wo sich die Frage selber vielleicht noch nie so gestellt haben. Aber so wie ich die einschätze, sagen fast alle Ja. Deshalb möchte ich einfach ein ganz dickes Nein dagegen setzen. Und vielleicht auch noch mal kurz sagen, warum. Das hatte ich schon vorher gesagt, diese autonomen Waffensysteme sind ja programmiert. Nicht, die arbeiten ja nur im Rahmen ihrer Programme autonom und da haben sie Planungs- und Entscheidungsalgorithmen, die ausgeführt werden. Nur wissen wir in der Informatik, Programmsysteme sind fast immer fehlerhaft. Eigentlich immer. Für Planungs- und Entscheidungsproblemlösung gilt das erst recht, denn für die Fachleute hier, das sind fast immer NP-schwere Probleme und das bedeutet, in der Informatik existieren keine effizienten Lösungen dafür. Ist nicht mal bekannt, ob es effiziente Lösungen gibt, eher sogar so, dass es wahrscheinlich keine effizienten Lösungen gibt. Da diese Probleme aber trotzdem da sind, muss man sie näherungsweise oder heuristisch lösen. Das heißt falsch. Also mit Fehlern behaftet, nicht? Und das heißt, hier wird fehlerhaftes Töten. Töten ist so und so, fast immer fehlerhaft, aber hier wird das sogar sozusagen explizit in Kauf genommen. Gut,
Entschuldigung, ich dachte, da sei noch was anderes, was ich sagen wollte. Das nächste ist, dass solche Computersysteme, eben auch autonome, bewaffnete Systeme, die müssen getestet werden, die müssen simuliert werden, verifiziert werden, damit man überhaupt weiß, ob sie halbwegs das machen, was sie sollen. Dazu braucht man immer, egal was man macht, wie man es macht, wofür man es macht, immer Vergleichsmodelle. Nicht, es ist nie etwas absolut richtig, sondern es ist nur richtig bezüglich irgendeiner Sache, die man haben will. Also jedes System macht ja irgendwas. Und ob es das Richtige oder Falsche ist, dazu braucht man Vergleich. Nicht, nur ist es bei autonomen Systemen, wie gesagt, ich arbeite selber in dem Bereich, da ist die Modellierung solcher Systeme eine absolute, unterentwickelte Forschungsebene. Ich meine, die Spezifikation, Modellierung von Systemen in der Informatik ist so und so noch unterentwickelt, aber autonome Systeme sind so unterentwickelt wie nur irgendwas. Eigentlich gibt es da fast gar nichts. Von daher sollte man also dann erstmal genauer gucken. Nicht? Noch schwieriger ist es ja, erstens mal sind die Modellierungsmethoden unterentwickelt. Außerdem, das hatte ich vorher gesagt, es ist ja auch überhaupt gar nicht klar, was Autonomie ist. Also wenn man die Methoden hat, hat man noch lange nicht die Lösung. Nicht? Dann muss man nämlich erst noch mal wissen, was nimmt man nun jetzt als Autonomie. Nicht? Und dann ist ein ganz wichtiger Punkt als Einwand, den ich da habe, das wird ja wieder von Menschen gemacht, aber eben nicht an der Stelle, wo zu entscheiden ist, wie heute noch, bei den Drohnen. Da gibt es einen Piloten irgendwo in Nevada und der sagt, wenn er da so ein Bild sieht, wo ein paar Leute mit einem Turban drauf sind, die schießen wir jetzt tot. Das ist ja dann nicht mehr so, sondern das wird irgendwann mal programmiert und dann führt es die Maschine selber aus. Nicht? Das heißt, dass die Entscheidung, dass Menschen wann getötet wird, ist einfach nur vorverlegt, aber damit natürlich noch viel weniger beherrschbarer als jetzt, wo der Pilot da diese Bilder von betobernden Menschen sieht, die er dann für Feinde hält. Und die letzte Antwort, warum ich ganz schwer denke, dass das alles nicht funktioniert, das Kriegsvölkerrecht muss eingehalten werden. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal da drin gelesen hat. Das ist ein ziemlich, Gesetzestext. Tatsächlich, da das ja ein politischer Konsens ist, nicht mal so geschrieben wie normale Gesetze, sondern noch viel blumiger und mehr als Vertrag denn als Gesetzestext. Nicht? Und da wissen wir ja alle von allen Gesetzen der Welt, die sind interpretationsfähig. Und Juristen, wenn drei Juristen ein Gesetz kommentieren müssen, kriegt man 6 verschiedene Kommentare dazu. Und die sind nicht widerspruchsfrei, die Interpretation, und die sind schon gar nicht vollständig. Nicht? Und das muss programmiert werden. Das geht nicht. Da bin ich nahezu sicher. Nicht? Aber man muss hier beachten, das reicht nicht, der Politik, der Wissenschaft, der Wirtschaft mitzuteilen, der Militärs insbesondere mitzuteilen, Genfer Konvention ist nicht programmierbar, also lasst die Finger von autonomen Waffen, die werden die trotzdem bauen und die schreiben ja jetzt schon Bücher, wo drin steht, das geht alles. Also die widersprechen mir leider. Deshalb müssen wir sehen, dass wir ihnen anders in die Arme fallen. Und dazu sage ich gleich noch mal einen Moment was. Hier habe ich noch mal versucht zusammenzufassen, wie meine Position zu dieser Geschichte aussieht. Ich halte das für völlig pervers, dass man Maschinen erlaubt, Entscheidungen über Tod und Leben zu treffen, obwohl es sind ja gar nicht die Maschinen. Es sind ja die Programmierer, die das irgendwann mal als Programm da reingesteckt haben. Aber
es findet eben dann später als Maschinenentscheidung statt. Nicht? Und meine Begründung ist, es geht weder ethisch noch technisch. Gibt's Gegenmaßnahmen, gibt's Widerstandsmöglichkeiten dagegen? Ein bisschen. Nicht? Interessanterweise, die Fachleute im Bereich künstliche Intelligenz und Robotik haben einen weltweiten Aufruf gestartet, von solchen autonomen Waffen die Finger zu lassen, haben immerhin über 20.000 Leute unterschrieben, davon 3.000 Fachleute aus diesem Bereich. Stephen Hawking hat zum Beispiel auch unterschrieben. Also wer das noch unterschreiben möchte, kann dann das noch erweitern. Das ist ganz schön, existiert jetzt ein paar Monate. Ich habe allerdings noch nicht gehört, dass es irgendeine politische Reaktion darauf gibt. Aber das kann ja noch kommen. Nicht? Dann gibt es das International Committee for Robot Arms Control in Großbritannien hauptsächlich. Die kümmern sich schon seit längerer Zeit genau um solche Kontrollmaßnahmen. Dann gibt es eben verengt auf die Rammstein Aspekt von diesem Drohnenkrieg, Stopp Rammstein, kein Drohnenkrieg. Dann gibt es zum Beispiel auch die Cyberpeace-Kampagne, über die ihr nachher noch ein bisschen mehr hören könnt, wo wir uns ein bisschen auch um diese Aspekte Drohnen und autonome Waffensysteme gekümmert haben. Und das Wichtigste vielleicht ist, dass wir diesem Herrn folgen sollten und unser Denken so in die Zukunft richten sollten, dass Kriege unmöglich werden. Vielen Dank. Ja, bevor ich rumgehe und das Mikrofon Fragenden in die Hand drücke, möchte ich mich natürlich entschuldigen, weil die Arbeit sehr wohl etwas mit deiner Arbeit als theoretischer Informatiker zu tun hat. Wenn man Vollständigkeit, Widerspruchsfreiheit, NP, harte Probleme hört, ich denke, gerade dann ist eigentlich auch auf dieser technischen Argumentation technische Expertise gefragt, wenn man es nicht nur ethisch in Frage stellen möchte. Insofern finde ich das toll, dass du das eigentlich über beide Sachen angreifst. Du hattest insofern recht. Ich mache ja beides schon seit 40 Jahren. Und eigentlich erst in letzter Zeit wächst das so ein bisschen zusammen. Lutz Brechelt. Ich konnte Ihnen an sehr vielen Stellen zustimmen, insbesondere beim Gesamtresultat, dass das etwas ist, von dem man besser die Finger lassen sollte. Mir schien aber in der Argumentation der aus meiner Sicht allerwichtigste Begriff zu fehlen. Ich habe ihn kein einziges Mal gesehen. Das ist aus meiner Sicht Verantwortung. Also ich glaube, dass das entscheidende Problem bei den autonomen Waffen da liegt, dass die Gefahr besteht, dass man nicht mehr eine Person hat, auf die man zeigen kann und sagen, dir schreibe ich die Verantwortung zu für das Ereignis, was jetzt eingetreten ist, was in klassischen militärischen Organisationen ein sehr hochgehaltenes Prinzip ist. Dass es in der Befehlskette eben eine Stelle gibt, wo man sagt, da war das im Wesentlichen angesiedelt, diese Entscheidung, und dort liegt der Hauptteil der Verantwortung. Es gibt eine überspannende noch, die aus der Politik kommt, und es gibt eine taktische, die irgendwo bei einzelnen Ausführenden ist, aber irgendwo hat jemand eine Entscheidung getroffen, die die Ereigniskette in Gang gesetzt hat. Und bei den autonomen Waffen besteht eben die Gefahr, dass viel zu viele Menschen an diesem Ingangsetzen beteiligt sind, auf eine Weise, dass sich dann hinterher die Verantwortung auflöst. Und das ist das, was mir vor allem wirklich Angst macht an dem Ganzen. Ja, wenn ich gleich was sage. Ich bin gebeten worden, mich kurz zu fassen in meinem Vortrag. Diesen Verantwortungsaspekt, der fehlte in diesem hier tatsächlich. Aber ich habe vor einiger Zeit mal einen Artikel geschrieben, gehören Killerroboter vor ein Kriegsgericht. Da habe ich genau versucht, so ein bisschen auf diesen Aspekt abzuheben, dass eben tatsächlich ja nicht die Roboter verantwortlich sind, sondern im Endeffekt ihre Programmierer und die Programme in Auftrag gegeben haben.
Denn auf der Basis deren Arbeit werden ja dann Menschen umgebracht, die sozusagen als Kriegsverbrechen dann gelten müssen. Also, aber es stimmt völlig, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den habe ich heute nicht beachtet. Ja, Thomas Sanden. Hier. Entschuldigung. Problem. Mir kam während des Vortrags die Frage, ob die Problematik tatsächlich so neu ist. Und zwar kamen mir einfach Minen, Landminen oder sowas in den Sinn. Das sind ja in gewisser Weise auch autonome Systeme, die werden irgendwo rausgeworfen und dann sitzen die da und irgendwann gehen die hoch und kein Mensch kann auch die Verantwortung dafür übernehmen, ob es letztendlich ein Kind trifft oder einen Soldaten und wann das passiert und so weiter. Natürlich fehlen viele Aspekte, die jetzt in dieser Diskussion dann neu sind, was Technologie angeht, aber vom Grundsatz her ist die Diskussion, glaube ich, gar nicht so neu oder die Problematik dahinter. Ja, vollkommen richtig, aber Landminen sind eben in gewisser Weise, da ist auch der Zeitpunkt, wo sozusagen die Waffe losgelassen wird und wo sie dann tötet, da ist ein Zeitspanne zwischen. Nicht? Das ist bei Zeitzündern zum Beispiel auch so, wenn man Bomben mit Zeitzündern oder andere Bewegungszünder oder so nimmt. Das ist aber völlig, also alles völlig richtig, aber das sind in gewisser Weise passive Waffen. Nicht? Da muss jemand drauftreten oder vorbeigehen oder das dann nochmal auslösen, während diese autonomen Waffen, die suchen sich nach der Planung, es gibt ja noch keine richtigen, die suchen sich ihre Ziele, nicht? Also diese Drohne, die fliegt da über Afghanistan und Pakistan, findet da irgendwie drei Männer in einem Jeep und löst die Rakete aus. Weil drei Männer in einem Jeep sind immer, würde ich mal denken, nach allen Kriterien, die da programmieren, Feinde. Also, und das ist eben nochmal eine andere Qualität, also als bei dieser Landmine. Aber das ist völlig richtig. Es ist keine Revolution der Waffenentwicklung, sondern es ist Schritt für Schritt werden die Waffen immer perfider. Nicht? Wobei man, und das ist ja vielleicht ein gutes Beispiel mit den Landminen, die Landminen sind in der Zwischenzeit verboten. Vielleicht überlegt sich die Welt, diese autonomen Waffen auch zu verbieten. Es gibt tatsächlich politische Bemühungen in diese Richtung. Die sind noch nicht sehr ausgeprägt und stark, aber immerhin, sowas gibt es. Judith Simon, ich bin da ganz bei Ihnen. Ich habe nur eine Frage und zwar im Grunde genommen was oder ein Kommentar ist es vielleicht eher. Ein Hauptproblem mit autonomen Waffen scheint mir die Asymmetrie in der Kriegsführung zu sein. Und zwar als Kommentar darauf hin, dass auch im Computerethik-Kontext wir eine Tagung hatten, wo ein Mitglied des amerikanischen Militärs aufgestanden ist und dann sehr emotional berichtete, dass die Drohnen für die Militärs am Boden eine ganz große Belastung darstellen, weil die Vertrauenswürdigkeit und das Vertrauen der Bevölkerung in die Militärs sinkt. Aus dem Grund, wenn diese Drohnen sozusagen über diesen Dörfern kreisen und dann irgendwann zuschlagen, man selber aber sozusagen den Gegner ja nicht mehr erreicht, weil der ganz woanders sitzt, nämlich in Nevada oder sonst wo, lädt sich dann die Gewalt oder die Reaktion eben anders aus. Das heißt sozusagen durch diese Asymmetrie in der Unmöglichkeit, gegenschlagen zu können und damit die gleiche Form der Verletzlichkeit auszulösen, weil man eben nur die Maschine kaputt machen kann, das bringt Probleme mit sich eben auch im Bereich von diesen Robotern. Ne? Eben genau diese Asymmetrie der Verletzbarkeit und der, also das vielleicht nur noch als zusätzliche Komplizierung und Grund, warum es das nicht geben sollte. Absolut. An einer Stelle hatte ich da ein bisschen auch darauf hingewiesen, dass nämlich genau Selbstmordattentate sozusagen die asymmetrische Antwort auf solche Art Waffen sind. Ja, hallo. Ich habe zwei Fragen. Und zwar erstens meine ich, in der Empirie zeigt sich ja an dem VW-Skandal, dass eine große Gefahr oder ein großes Problem darin liegt, dass man die Geräte von vornherein doppelbödig baut. Also dass man vielleicht dann eben eine Drohne hat mit so einem Hager-Konventionsmodul, das man aber bei Bedarf dann ausschalten kann, nicht?
Und da scheint mir ein viel größeres Problem zu liegen, als dass die Software fehlerhaft ist. Unsere alle Software ist fehlerhaft und da kommt dann die nächste Version raus. Da werden dann ein paar Probleme behoben. Aber ich denke, man kann denen, die das prinzipiell bauen und entwickeln, schon nicht trauen, dass sie das irgendwie mit guten Intentionen bauen. Und der zweite Punkt wäre eben auch ein bisschen zu der Frage der Symmetrie, den ich aber anders sehe. Ich frage mich, wie will man denn das überhaupt kontrollieren, dass andere Staaten diese Entwicklung sehr schnell nachholen und ähnliche Systeme bauen? Also das ist ja zum großen Teil sind das ja Module, die in ziviler Technik auch vorkommen. Eben autonome Autos haben wir auch schon in der Entwicklung. Und diese ganze Technik ist ja überall im Einsatz mit GPS und so weiter. Also da sehe ich schwarz, das ist eigentlich nur ein Kommentar. Naja, ich gehe mal gleich auf das Letzte ein. Das ist völlig richtig, dass ganz, ganz viele, also die USA haben offensichtlich damit angefangen, mit dieser Art Waffen, aber ganz, ganz viele Länder der Welt ziehen nach. Da kann man nicht ganz so gut sagen, wie weit die sind und wie viel da wirklich passiert, weil die nicht wie die USA ihre Pläne öffentlich machen. Also ich meine, diese Roadmap ist sicherlich auch nicht alles, was auf dem Gebiet passiert in den USA, aber immerhin stehen da Dinge drin, an denen die arbeiten und die in etwa so passieren, plus dem, was wir alles nicht erfahren. Also die Geheimhaltung gibt es da natürlich auch noch. Und die anderen ziehen alle nach. Und das große Problem auf diesem Bereich ist, diese Art von Waffen sind vergleichsweise billig und vergleichsweise dann auch leicht zu bauen. Nicht? So dass eben da eine wahnsinnige Rüstungsspirale ansetzen wird. Aber bei biologischen Waffen, bei chemischen Waffen ist das auch so gewesen, dass die leicht zu machen, insbesondere chemische Waffen, werden ja bis heute leicht gebaut, selbst vom IS soll welche gemacht haben. Trotzdem kann man sich darauf einigen, durch internationale Verträge darauf zu verzichten. Nicht, ob das dann immer eingehalten wird, das weiß man dann natürlich nicht. Aber auf alle Fälle hat es bei biologischen und chemischen Waffen halbwegs funktioniert. Bei den Landminen sieht das auch so aus. Nicht? Bei Nuklear ist es ja noch nicht wirklich so, dass die verbannt sind, sondern da sind nur ganz viele ausgeschlossen von. Die anderen haben die ja nach wie vor. Also die müssten eigentlich auch noch verschwinden. Und mindestens den Versuch machen könnte man schon. Denn das sind eben Waffen, die ganz perfide sind, weil im Grunde genommen jeder gegen jeden die einsetzen kann. Die erste Frage habe ich noch nicht beantwortet. Ob man ein Genfer Konventionsmodul mit einprogrammierten Regeln nicht einfach auch wieder deaktivieren kann im Bedarfsfall, selbst so, wenn es so etwas gäbe. Ja, also das Vertrauen in diese Entwickler, dass die jetzt wirklich ernsthaft versuchen, die Genfer Konvention auf alle Fälle einzuhalten, habe ich überhaupt gar nicht. Nicht? Und auch, dass sie da so rumtricksen, da schließe ich überhaupt gar nicht aus. Nicht? Also da kann ich nur zustimmen. Das sind weitere Argumente, warum es unbedingt nötig ist, diese Art von Waffen aus der Welt verschwinden zu lassen, wie eigentlich alle Waffen. Ja, Juri Welz, Sie haben jetzt eigentlich meinen Punkt gerade aufgefasst. Es gibt ja keine guten Waffen. Wir haben es ja mit einem politischen letztendlich und keinem technischen Problem zu tun, weil das Problem an einem autonomen Waffensystem ist meiner Meinung nach, dass es ein Waffensystem ist, nicht dass es autonom ist. Absolut. Ja, gut, aber ich kümmere mich trotzdem speziell um diese Form von Waffen, weil ich ja in der Informatik gearbeitet habe, 40 Jahre lang als Lehrender und Forschender.
Und da muss man den Studierenden ja irgendetwas sagen, wozu ihr Fach gut ist und wo sie aufpassen müssen, dass ihr Fach nicht missbraucht wird. Oder mein Fach. Also ich bin dagegen, dass das missbraucht wird. Und bloß weil es eben noch andere Waffen gibt, die auch so tödlich sind, wird das ja mit der Informatikwaffen nicht besser. Aber eigentlich müssen alle Waffen weg. Also das ist eine gute Forderung. Und ich verstehe es, ich kann das vielleicht auch noch mal sagen, ich verstehe auch gar nicht, warum nicht viel mehr versucht wird, das zu erreichen. Denn die alle Nationen der Welt, fast alle, haben die UN-Charta unterschrieben. Und da steht vorne drin, wir wollen die Welt, die Menschheit von der Geißel des Krieges befreien. Warum machen sie das nicht? Haben es eigentlich alle vertraglich zugesagt? Ich bin auch der Meinung, dass Waffen abgeschafft gehören erstmal, aber die neue Qualität dieser autonomen Systeme, besteht die nicht auch darin und die große Gefahr, dass die sich verselbstständigen, sprich selbstständig hinzulernen. Die sind mal irgendwann programmiert worden, sammeln aber neue Erfahrungen und entwickeln sich weiter und dass irgendwann Programmierer gar nicht mehr nachvollziehen können, warum die jetzt so und nicht anders handeln und das gar nicht mehr beherrschbar ist. Das ist dann nämlich schon ein Unterschied zu den bestehenden Waffen. Die kann man irgendwann abschaffen und deaktivieren, wenn man das will. Außer bei Atomwaffen, da bleibt dann sicherlich auch was übrig, was man nicht los wird. Aber bei dieser Art von Waffen, da kann man vielleicht irgendwann gar nichts mehr machen als Mensch. Naja. Erstens mal brauchen die Energie, das heißt, wir können den Stecker ziehen oder eben die Batterie ausbauen oder sonst irgendwas. Und dann muss ich sagen, ich bin ein großer Skeptiker bei der Frage, Maschinen gemacht werden, so dass sie also wirklich selbst in einem echten Sinne lernen und uns irgendwann mal kognitiv und intelligenzmäßig übertreffen. Ich glaube da nicht dran. Und zwar nicht nur deshalb, weil wir gar nicht wissen, nach welchen Mechanismen das überhaupt alles funktioniert bei uns, sondern weil, ich meine, wenn wir uns, also biologische Systeme, mit den technischen Systemen vergleichen, dann sind wir vielleicht auch Maschinen, aber ohne dass wir die Bauprinzipien kennen. Und deshalb können wir nicht so ohne weiteres Maschinen bauen, die jetzt da so einfach sich selber vermehren und Intelligenz aufhäufen. Also wir haben uns im FIF gerade so ein bisschen mit Transhumanismus beschäftigt. Ich halte das für ziemlichen Quatsch. Aber also die Idee, dass wir uns selber sozusagen abschaffen und die posthumane Generation erschaffen, das ist für mich eine Sache, die ich nicht so nachvollziehen kann. Aber wer weiß, ne? Ist vielleicht auch eine Gefahr. Also das größte Problem, was ich sehe, dass es ein Glaubensproblem ist, ob wir das glauben, ob wir das können, so eine Technologie zu machen oder nicht. Das ist die Emergenzdebatte oder die Emergenzdiskussion von Bewusstsein. Und solange das nicht für uns geklärt ist, müssen wir halt aufpassen, was wir machen. Es geht ja auch nicht darum, dass so eine Drohne im Jemen im Kreis fliegt und selbst entscheidet, da irgendeinen Ziegenhirten abzuschießen, sondern es geht unter Umständen darum, dass das größere System, das vielleicht in einem Rechenzentrum steht, das entscheidet. Und da ist die Frage, wenn das so ein großes neuronales Netz ist, das auf irgendwelchen Trainingsdaten mal von Programmierern trainiert wurde, die das aber schon längst nicht mehr verstehen, warum das jetzt alles so funktioniert. Weil es funktioniert. Und dann sind vielleicht in diesem asymmetrischen Krieg Kriegsentscheidungen eben nicht mehr nachvollziehbar. Und dann wissen wir halt nicht, ob wir den Krieg angefangen haben oder nicht die Maschine. Ja, ich gebe gerne zu, dass man das alles auch noch mal wieder viel weiter denken kann. Und aber das erhöht ja nur die Problematik. So, wir
haben noch zwei Fragen. Wir haben noch eine Frage aus dem Publikum, eine Frage aus dem Internet und dann... Ja, also den Vortrag würde ich erstmal vollkommen unterstützen, die Aussagen. Und jetzt aus der Diskussion noch ein Aspekt, es war jetzt irgendwie 2-3 Beiträge her. Das Problem ist nicht, dass es autonome Systeme sind, sondern dass es Waffen sind. Ich denke, es sind zwei Probleme. Und also insbesondere ist die Frage, was ist nicht alles eine Waffe? Du hast im Vortrag ja mit einem Nebensatz angesprochen, ja, die wollen da von dem lernen, was demnächst auf unseren Straßen rumfahren wird. Spätestens seit dem Anschlag von Nizza weiß man, was für auch furchtbare Waffen ein einfaches Kraftfahrzeug sein kann, was ja nur zu Millionen rumfährt. Und wenn sowas autonom auf die Menschheit losgelassen wird, kann das ja durchaus auch ein Problem sein. Klar, es ist was anderes als ein Ding, was nur dazu konstruiert ist, zu töten und zu zerstören, aber auch da drin liegt ein erhebliches Zerstörungspotenzial, insbesondere das Problem, dem Ding eine Ethik einzuprogrammieren. Also auch eine Straßenverkehrsordnung ist ja durchaus interpretationsbedürftig, vielleicht nicht ganz so bewusst interpretationsbedürftig formuliert wie eine Genfer Konvention, aber die in Algorithmik zu übersetzen, ist ja nun auch gelinde gesagt eine Herausforderung. Und ich meine, das Zeug, ich meine, da wird ja konkret dran gearbeitet, das in den nächsten Jahren in Massen auf die Straßen loszulassen. Und da werden Leute totgefahren werden, früher oder später. Ja, kann ich nur voll und ganz zustimmen. Ich bin sehr gespannt, wie die Autoindustrie das hinkriegen will. Ich wollte einen Punkt noch zu dem Thema Verantwortung sagen. Du hast vorhin gesagt, ja, die Programmierer sind ein Stück weit verantwortlich, auch die Leute, die den Einsatzbefehl geben. Du hattest auch erwähnt, dass eine Reihe unserer Kollegen das für völlig unkritisch halten. Und ich glaube, wir sollten auch die an ihre Verantwortung erinnern, wenn sie solche Thesen in die Welt setzen. Vielleicht kann ich sogar noch eins ergänzen zu der Frage vorher. Ich hatte ja erwähnt, dass KI und Robotikexperten so einen offenen Brief zur Verbannung dieser Waffen geschrieben haben. Wenn ihr diesen offenen Brief lest, die bezweifeln nicht, dass man solche Waffen bauen kann, sondern die wollen sie nicht. Nicht? Und das ist interessanterweise so, dass auch viele Militärs die nicht wollen, weil sie nämlich Angst haben, dann gar nicht mehr selber Krieg führen zu können. Ja, und dann noch die Frage, die im Netz gestellt wird, die geht so auch in diese Richtung mit, wie ist denn das, wenn dann autonome Maschinen mit autonomen Maschinen kämpfen? Also ob es da auch schon Überlegungen gibt in deinen Büchern, die du jetzt gelesen hast, ob es da diese Besprechung gibt, weil die Asymmetrie ist ja momentan, Drohnenkriege funktionieren nur in Ländern ohne eine Luftabwehr. Die Drohnen sind sehr langsam, mit jeder funktionierenden Luftabwehr werden die ja weg. Aber wie könnte man, gibt es da was in diesen Büchern, autonome Systeme, die gegen autonome Systeme kämpfen? Also habe ich überhaupt nichts gefunden, aber ironisch könnte man vielleicht sagen, das wäre doch die Lösung, dass man die auf irgendeinem großen Schlachtfeld einfach zwei autonome Roboter gegeneinander. Meine, früher haben dann auch manchmal nur zwei Kämpfer von jeder Seite gegeneinander gekämpft und der Gewinner war der Gesamtgewinner. Gut, das ist eher ein Scherz, Entschuldigung. Aber ich glaube, das wurde als Gedankenspiel zumindest schon mal in einer Classic Star Trek Folge Krieg der Computer oder Taste of Armageddon wurde das schon mal durchgespielt, wie denn so eine Welt aussehen kann, wo Computer gegen Computer kämpfen, kann ich nur zur erneuten Ansicht empfehlen. Dann danke dir, Hans-Jörg Krewowski, für den Vortrag nochmal.